Heiko, sag was. Jetzt ist Rico nochmal auf die Bühne gekommen. Ja. Hat jetzt nochmal in der Classic Physik. Sein Glück versucht. Wollte ich nicht sagen, aber du sagst es, okay, ja. Ja, also, ich weiß nicht, ich sehe Rico nicht in der Classic. Es waren jetzt auch ein paar, gut, sein Finish war jetzt besser. Die Hose, den Zuckersack, den kannst du nicht auf der Bühne anziehen. Gut, der hat nur einen riesen Riemen, wo soll er sonst reinpacken? Aber die Hose, die war Katastrophe. Dann, du hast deine Hose gelegen, er hat gekämpft, das muss man, er hat wirklich gekämpft bis zum Ende, die ganze Zeit. War jetzt, glaube ich, auch am Ende so ein bisschen abgefrühstückt, hat man gemerkt. Da wäre ich auch. Also, ja. Also da waren aber schon ein paar davor noch, also die hätte ich jetzt nicht. Das spielt ja gar keine Rolle bei der Menge von Leuten. Da geht es ja um gar nichts mehr. Das ist ja, da kannst du ja beliebig durchtauschen, ja, Alter, wo er sich aufgehalten hat. Wie gesagt, Rico braucht mehr Muskeln. Definitiv. Wie kann er das schaffen? Mehr Neosubs-Produkte essen? Oder einfach mehr Fokus auf den Sport. Nee, damit nicht mehr stoffen einfach, kann man ja so sagen. Was? Nein. Fressen, trainieren, einfach weitermachen, seine Routine, sich nicht limitieren, nicht so viel Blödsinn nebenher machen. Und weil, wie gesagt, wenn du Weltspitze werden willst, und das ist man in der Regel als Profi, dann muss man sich natürlich auch so verhalten. Das machst du mal nicht nebenbei, zwischen Tür und Angel und Job und Freizeit und Partys und hihi und aha. Das ist Fokus. Das war schon immer so. Es ist 24-7. Ja. So sieht's aus. Ne? Und da, ich kann das nicht beurteilen, ob er das macht, aber auf alle Fälle hat die Leistung heute bei dem Starterfeld nicht gereicht. Nee. Wie gesagt, er hat gekämpft, er ist motiviert hergekommen, aber er braucht halt die Leute vorher, die ihm sagen klipp und klar, was Phase ist. So, hier ist allerdings jetzt nicht der King Kalle, sondern der Joshua. Ich leite das Marketing bei Smilodogs, und weil alle Exemplare von diesem tollen Trikot, das die Jungs mit nach Polen zum Wettkampf genommen haben, irgendwie abhanden gekommen sind, irgendwer mitgenommen hat, weil sie das so toll fanden, habe ich jetzt die Ehre, einmal in King Kalles YouTube-Video vorzukommen und euch das Trikot zu zeigen. Das gibt's ab sofort gratis bei uns, ein Smilodogs Deutschland-Trikot. Ich trage übrigens XL, wiegt so um die 90, 95 Kilo. Das gibt's ab sofort gratis bei uns, und zwar zu jedem Einkauf ab 50 Euro. Und zusätzlich könnt ihr weitere Exemplare kaufen zum Selbstkostenpreis von 9,99 Euro im Shop. Das ist aber noch nicht alles. Wenn ihr den Code Heiko benutzt im Warenkorb bei Smilodogs, dann gibt es 20% auf alles. Und zusätzlich ist jeder Hoodie, jeder Zipper, jede Jogginghose, zum Beispiel diese tollen, haben wir gerade neu bekommen im Shop, alle auf 25 Euro reduziert. Lohnt sich also wirklich, diesmal zuzuschlagen. Holt euch ein schönes Deutschland-Trikot und lasst uns zusammen zuschauen, wie unsere Jungs hoffentlich die EM gewinnen. Bin ich der Meinung. Wie gesagt, ja, ich will... Valerie, warum hast du das nicht gemacht? Ich bin nicht sein Coach, also ich unterstütze ihn, wo ich kann, aber ja. Jemand muss an ihn vorbeidringen, also reindringen. Andererseits mit der entsprechenden... Da muss auf jemanden hören. Jemand muss bei ihm reindringen, ja. Okay. Grundsätzlich okay. Was ändern. Also jemand muss bei ihm reindringen. Das Problem ist ja, Rico hat im Unterkörper nicht die beste Genetik, auch wenn Streifen und dick und alles, aber... du siehst ja selber von vorn die Form dabei. Er hat viel Hausaufgaben vor sich. Man kann nicht jedes Jahr dasselbe machen und dann erwarten, ja, dass alles anders wird. Ja, das hat er immer wieder geswitcht und dann beide Klassen wieder gemacht. In welcher Klasse siehst du denn? Naja, wenn der Men's Physik. Ist ein Classic Ding, weil er einfach nicht ausladend genug ist. Sie haben sich schon Pizza bestellt. Er ist heute zumindest massetechnisch einfach untergegangen. Ja. Ne, weil er zu viel abgeworfen hat. Ja. Wobei es in der Klasse gab es auch niemanden, der wirklich herausgestochen, der wirklich sehr gut war. Die Klasse war nicht sehr stark belegt, fand ich es. Die Classic Physik? Ja. Ja, waren schon ein paar gute, waren also schon in seiner D-Klasse da. In seiner, genau. Bei William nee, war da war nichts, das war alles nochmal gut. William's Klasse war wirklich stark. Ja. Waren zwei, drei gute stark. Ja, die waren ja mehrere Kategorien. Nee, A, B, C, D, R, E oder was? Ja. D oder wo er war? Obwohl in Ricos Klasse die meisten Leute waren da jetzt nicht so die Stärksten, sag ich mal, mit dabei. Ja. Er hätte selbst mit einer besseren Präsentation, die vielleicht sogar nötig gewesen wäre heute, hätte er auch nichts rütteln können am Ergebnis. Es hat einfach heute nicht gereicht, muss man ehrlich sagen. Es ist schade, es ist auch wieder kacke, dass an mir der ganze Mist hängen bleibt, weil ich wieder sagen muss, wie es ist, weil sich wieder keiner traut, das Maul aufzumachen, weil man will ja einen Freund auch. Ich kann Rico jetzt auch mental noch nicht so einschätzen, weil ich ja nur nicht jeden Tag mit ihm abhänge, wie er so eine Kritik annimmt.
Kritik ist aber ganz, ganz notwendig, um in dem Sport zu wachsen. Das können sich alle auf die Fahne schreiben, egal ob die Schwergewichtler von uns oder. Wir haben keinen einzigen Prinzen in Deutschland. Das steht erstmal fest, was das angeht. Und wenn man da mal so ein bisschen sich an die Eier fasst und an die eigene Nase und wirklich die Fehler konsequent bei sich sucht und nicht bei anderen, beim Coach oder dies oder das, oder sie auffeiern lässt, sondern so oldschool wie wir es vielleicht, jetzt kommt die Scheiße wieder, wie wir früher, aber wie wir es gemacht haben, so das bedingungslose Marschieren. Das ist das Einzige, was sich zum Erfolg bringt. In der Oberliga, wo sie alle spielen wollen. Absolut. Willst du einfach mal so ein paar Wettkämpfe versuchen? Adam hat das schön gesagt, 80% von den Leuten hier gucken 1-2 Jahre, ob sie Pro-Card kriegen, und wenn sie nicht kriegen, hören sie auf mit dem Sport wieder. Mhm. Das sind die wenigsten, wer ist Adam? Der Coach von William. Ich dachte schon Adam und von Eva. Genau. Hat man gesagt. Genau. Ne, der auch. Hat er auch nicht Unrecht. Weil die wenigsten, die haben die Geduld, auch mal 10 Jahre auf eine Pro-Card zu warten oder das als Lifestyle zu sehen, als Lebensinhalt. Ne? Das ist aber auch nicht schlimm, dass es nicht alle schaffen, sonst hätten wir ja nur gute Bodybuilder auf der Welt. Ne? Ja, es bringt auch nichts, Ausreden zu suchen. Man muss wirklich die Kritik annehmen und seine Fehler beheben und umsetzen. Ne? Ganz konsequent umsetzen einfach. Ne? Ich sehe jetzt, Rigo ist gerade richtig sauer, völlig verständlich. Aber Mund aufputzen, aufstehen, weitermachen. Anders geht. Du brauchst nicht gucken und hinterfragen, warum es nicht geklappt hat. Der Drops ist jetzt gelutscht. Nach der Siegerehrung ist alles vorbei. Da brauchst du nicht gucken oder jemand fragen, wieso hat es nicht gereicht. Einfach nach vorne gucken, aufs nächste Ziel fokussieren und kämpfen. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Ne, ich hab unter meinem letzten Post in Instagram was Schönes runtergeschrieben, was wahr ist, finde ich. Konsequent. Beharrlichkeit. Muss ich selber erstmal nachgucken. Bin ich doch beharrlich. Du bist beharrlich. Beharrlich. Du bist der beharrlichste von beharrlich, allen. Sehr beharrlich bin ich doch auch. Du bist sowieso ein sehr beharrlicher Typ. Sehr beharrlich. Hier. Ja, muss man vor. Noch, ne? Fokussiert, konsequent, ja. Bedingungslos. Und keine Gnade zu sich selber. Und das sind Worte, danach habe ich gelebt und deswegen habe ich sie runtergeschrieben. Damit die lesen können, auch mal wissen, wie Bodybuilding eigentlich funktioniert. Genau. Jetzt habe ich genug gesabbelt. So, also das war Heikos Fazit. Ja. Heiko sagt nochmal, was du sagen willst wegen Bestellungen und so. Bestellt bei mir. Das meine ich ja. Was soll ich? Ach so. Bestellt mal was bei mir. Bestellt mal was Shop bei Heiko. Shop mit Süß-Sauer oder irgend sowas. Nein. Dann bringt es doch selber. Wir haben Aktion zu laufen bei Smilodogs. Ihr bekommt 20% auf den kompletten Shop. Also auch das Video rechtzeitig rausbringen, da hinten. Ne? Sonst gibt es direkt Theater. Ihr bekommt 20% auf den gesamten Shop. Außer auf das neue Trikot. Das bekommt ihr zum Selbstkostenpreis. Aber da ist die... Das Video raus ist schon das nächste Trikot. Da ist die Warnung. Von der WM dann. Wir bringen gerne ein Konzept. Aber da ihr ja... Die warmen Sachen von uns, Hoodies, Zipper, Hosen, jetzt geht die Musik los, für 25% bekommt und bei 2 Teilen dieses Trikot, oh Alter, wir machen es fertig, spart mit Code Heiko und... Lass mich ruhig. Ja, bitte. Feier, ist auch spät, wie spät ist es? 22 Uhr, guck mal. und hab schon so meinen Quark wieder zugegeben, aber das habe ich gesagt, das machen wir nochmal. Also ich muss ehrlich sagen, so in den seitlichen Posen war ich eigentlich immer einer der Stärksten, aber ich wurde komplett übersehen. Und eigentlich sollten wir um 8.30 Uhr auf Bühne sein. Habe ich schon gesagt. Weißt du, was jetzt machen? Heiko, hörst du, was wir machen? Hier alles. Wir machen jetzt von jeder einzelnen Klasse, die am Anfang war, dieses Novis von Anfang an, diese Rookie Beginner, bis Open, wo ich gerade war, Küren. Machen die jetzt bei jeder Klasse noch eine Kür, die Top 5. Ja, so, und das ist ja wohl schon 2 Stunden dauern. Das heißt, es dauert jetzt wieder 2 Stunden. Das heißt, Bikinis sind um 3:30 Uhr erst dran, habe ich gehört. Aber du bist ja nicht Bikini. Nur by the way. Nein, aber mir geht es einfach auch vom Bodybuilding Herzen her, dass mir das echt leid tut. Weil zum Beispiel seine Frau, die scheidet Bikini. Und der Flieger geht um 6 Uhr morgens. Wir kennen ja das Game. Ist ja nur nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Müssen wir mit leben. Ja, auf jeden. Scheiß drauf, Mund abputzen. Ist nicht schön für die Athleten sowieso nicht. Nee. Also, weil ihr habt ja am meisten zu leiden mit eurem Timing auch und so. Genau, das hat gar nicht geklappt, alles mehr. Ja. Aber wie gesagt, ich hab Bock. Wenn mal die Scheißkamera aus ist, irgendwann sage ich dir mal, was ich gesehen habe, wie ich es sehe und wie ich es für die Zukunft sehe.
Was? Nein, sag das jetzt für die Kamera. Das mache ich gerne. Würde ich mal jetzt gerne hören. Ja, sag das jetzt. Ich muss den ganzen Müll noch mal. Damit ich ja darauf aufbauen kann. Also, ich sehe dich momentan so nicht in der Classic. Heute ging es eigentlich in beiden Klassen um nichts für dich, also nichts um den Sieg. Strukturell bist du kein Classic-Athlet. Dafür bringst du momentan zu wenig Masse mit. Und im Unterkörper strukturelle Probleme, habe ich vorhin auch schon gesagt. In der Men's Physik, da sehe ich dich tatsächlich eher. Da haben wir früh schon mal kurz gesprochen, da sind so Finisher, die so ein bisschen anders sein müssen bei dir. Weil die Leistung, die du da bringst, ist nicht schlecht. Aber die 5 Kilo, die dir gefehlt haben zum letzten Mal, wo du gesagt hast, das hat man deutlich gesehen. Hätte ich die heute gehabt, wäre es anders ausgesehen. Hätte Fahrradkette. Ja, genau die Judges, die hier sitzen, haben gesagt, ich muss mich downsizen. Und habe ich gemacht und jetzt ist wieder falsch. Ja, aber Rico, das habe ich ja schon mal gesagt. Hör nicht auf die Judges. Ja, ich weiß. Ja, das ist Blödgequatsche von denen. Ne? Also nichts hier gegen die Judges, aber ihr seid Blödquatscher. Weil hinterher, wir wissen alle, ihr wisst bei den einzelnen Leuten teilweise gar nicht mehr, wer was war. Dann kommt ihr dann mit einer Frage, dann fällt euch irgendwas ein. Bei William haben sie zum Beispiel gesagt, der Theos ist zu klein. Ne? Wenn ich sowas höre, denke ich immer. Aber die Athleten machen sich fest an sowas und die denken dann, die müssen das abändern, genau. Obwohl es gar nicht so ist. Ja. Ne? Bei dir, mit dem Ärmel, du hast vorher Fleisch dran, mach's wieder ran. Ja, okay. Ne? Bodybuilding braucht man einen Arm, egal in welcher Klasse. Natürlich. Ne? Und solche Sachen halt. Im Rücken warst du noch nicht ganz fertig, fand ich. Also da hättest du noch eine Woche vertragen. Ist bestimmt nicht nur meine Meinung, aber ich bin der Blödmann, der es wieder aussprechen muss. Alles gut, also du bist ja, ne? Nein, ich brauche allgemein aber auch mehr strukturelle Fleisch und vielleicht auch von Rücken. Aber man konnte deutlich sehen, du liebst das Ding, du liebst den Wettkampfsport, du kannst kämpfen wie ein Pitbull. Das hast du ja gemacht, ich weiß nicht, wie oft die dich verlegen haben heute. Ja, oh, 20, ja. 30 Mal gefühlt also, und immer volles Gedeck. Also das war schon, muss man erstmal hinkriegen. Macht das auch Spaß. Und dann die Nerven halten. Ne? Ganz schlimm, ganz großes Manko, verbrenn diese Hose bitte. Ich weiß nicht, ob du deinen riesen Schwanz nicht in eine kleinere kriegst, aber das Ding, du hattest die Breite wie so ein Zuckersack, wie so... Ich musste, die wurde extra von mir angefertigt sogar. Extra angefertigt. Oh, dann geht's mal anderen leid. Schneider, ja. Tut mir echt leid. Das ist genau der Schneider, den alle schneiden. Also entweder gehst du zu Dr. Ritsch und lässt kürzen, oder... Kinder, aber mit so einem Zuckersack, das ist ja eine halbe Leggings gewesen. Meine Vorhaut ist schon ab, Digga, was soll ich machen, Digga? Nee, das Ding, das hat gekostet Punkte ohne Ende. Weil es sah einfach nicht aus. Das war so ein Apparat, da reichen mir die Finger gar nicht. Und den muss man anders hinbekommen irgendwie. Und mit dem Schneider, 100, ey, guck dir mal Nick Walker an. Da haben sie direkt nur den Teil ausgeschnitten. Der Rest ist an der Seite, wie es drin arbeitet. Ja, bei mir ist es ein bisschen schwieriger, aber ich habe echt große Eier und sehr großen Penis. Weiß ich, das weiß ich. Also ich weiß nicht, weil ich es gespürt habe. Der weiß das. Der weiß das von den Kiezeiten auch von mir und Heiko. Stimmt, aber wenn ich eingeschlafen bin, bin ich aufgewacht, wenn mir irgendwas im Gesicht rumgeschlendert ist. Da. Dachte erst da, keine Ahnung, die haben da hat jemand zwei Aldi-Typen über mir. Herrliche Testgespräche. Ey, das liebe ich so. Das ist genau, was drauf war. Ja, auf jeden Fall, jetzt aber gut, alles gut, alles gut. Fleisch, motiviert bist du, neu orientieren, aufstehen, Mund abputzen, wie so eine Prinzessin. Ja, auf jeden Fall. Ich gebe es so nicht auf dich. Weil sobald die Platzierung durch ist, ist der Drops gelutscht, natürlich. Braucht man gar nicht mehr zurückblicken. Ist so. Ne? Ja.